Wir sind heute im Zentrum von Düsseldorf anlässlich des morgigen Antikriegstags. Der Antikriegstag, der 1. September, erinnert daran, dass am 1. September die Wehrmacht einmarschiert ist in Polen und dass damals der Zweite Weltkrieg anfing. Wir haben in Deutschland eine Tradition, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Diese Tradition wird von unserer aktuellen Bundesregierung mit Füßen getreten, sie wird gebrochen. Deutschland soll wieder kriegstüchtig gemacht werden, Deutschland wird remilitarisiert, selbst unsere Kinder in den Schulen sollen schon Bundeswehrbesuche bekommen. Die Bundeswehr will den Menschen in Deutschland zum 18. Geburtstag, den jungen Heranwachsenden zum 18. Geburtstag schon Einladungen zur Bundeswehr schicken. Wir wollen die Remilitarisierung unserer Gesellschaft nicht. Wir wollen die Waffenlieferungen an die Ukraine nicht. Wir wollen keinen Krieg gegen Russland. Wir wollen nicht wieder erneut Europas Böden mit dem Blut der Menschen Europas tränken. Wir wollen Frieden. Wir wollen auch keine Waffenlieferungen an Israel. Nie wieder gilt für alle. Wir sind nicht einverstanden mit dem Genozid der israelischen Regierung an den Menschen Palästinas. Ein Mensch ist ein Mensch ist ein Mensch. Und wir, die Menschen, die wir hier heute demonstrieren in Düsseldorf, wir weinen um die muslimischen Kinder in Palästina, genauso wie wir um deutsche Kinder, um christliche Kinder weinen würden. Ein Mensch ist ein Mensch ist ein Mensch. Wir sind alle eine Menschheitsfamilie. Und der Antikriegstag, der 1. September, mahnt uns alle, dass wir weiter für den Frieden einstehen, dass wir uns nicht kriegstüchtig machen lassen. Deshalb ist das Gebot der Stunde, jetzt aufzustehen und klar und deutlich Nein zu sagen zum Kriegskurs unserer Bundesregierung. Deshalb sind wir heute hier vom Friedensbündnis NRW, gemeinsam mit der Palästinensischen Allianz NRW. Wir gemeinsam stehen auf für Frieden in Deutschland und gegen den Kriegskurs unserer Regierung. Denn der Protest muss lauter werden. Ja, vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Düsseldorferinnen und Düsseldorfer. Danke für die freundliche Ankündigung. Mein Name ist André Hunko, ich komme aus Aachen und bin einer der 10 Abgeordneten, die sich letztes Jahr im Oktober aufgemacht haben, auch ein neues Parteiprojekt zu starten mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Und ich bin jetzt froh, dass ich hier am Vorabend des Antikriegstages, wie wir in Westdeutschland sagen, oder des Weltfriedenstags, wie das in Ostdeutschland formuliert wird, dass ich hier zu euch sprechen kann. Und ich bin vor allen Dingen hier, weil ich möchte, dass diese Kriege aufhören. Ich möchte, dass der Krieg in der Ukraine, wo jeden Tag hunderte junger Menschen sterben, dass der so schnell wie möglich beendet wird. Und ich möchte, dass das Massaker, in das systematische Massaker im Gaza und mehr auch im Westjordanland ein Ende hat. Deswegen bin ich hier und ich möchte endlich, dass eine deutsche Regierung hier eine positive, eine konstruktive, eine friedliche, eine auf Diplomatie ausgerichtete Rolle spielt. Denn das tut unsere Bundesregierung leider nicht. Ich will daran erinnern, und diese Information kam ja scheibchenweise in die deutsche Öffentlichkeit, dass im März 2022 Verhandlungen stattgefunden haben zwischen der Ukraine und Russland, wenige Wochen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Und diese Verhandlungen, die haben nicht in Berlin stattgefunden, die haben nicht in Wien stattgefunden, nicht in Paris oder in Rom, sondern teilweise in Minsk oder in Belarus, teilweise auch sogar eine Verhandlung in Israel und vor allen Dingen in Istanbul und in der Türkei. Und es ist eine Schande, dass kein einziger europäischer Staat diese Situation genutzt hat, um diese Verhandlungen zu unterstützen, um frühzeitig ein Ende dieses Krieges zu ermöglichen. Ich hatte Ende März 2022 die Bundesregierung danach befragt, wie denn die Haltung der Bundesregierung zu den Istanbuler Verhandlungen ist.
Und die Antwort war de facto auf Deutsch übersetzt, das interessiert uns nicht. Und das finde ich skandalös. Wir brauchen wieder Diplomatie, wir brauchen Diplomaten, wir müssen die Kunst der Diplomatie nach Europa zurückholen. Sondern nach dem 24. Februar, nach dem Einmarsch Russlands, den ich auch verurteile, in die Ukraine, hat man sozusagen strategisch langfristig die Situation so begriffen, dass es möglich ist, Russland in die Knie zu zwingen, Russland, wie Annalena Baerbock es ausgedrückt hat, zu ruinieren, dass es möglich ist, militärisch einen Siegfrieden sozusagen zu erzielen. Und diese Vorstellung ist eine komplette Illusion und sie kostet das Leben von Hunderttausenden jungen Menschen, sowohl auf ukrainischer als auch auf russischer Seite. Und ich möchte endlich, dass diese Bundesregierung oder wenigstens eine künftige Bundesregierung hier einen anderen Kurs einschlägt, dass sie aktiv wird für Verhandlungen. Und ich finde mich da in der Mehrheit der bundesrepublikanischen Bevölkerung wieder. Die Zeitung Emma, Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht zusammen haben vor wenigen Wochen eine Umfrage gestartet und auch sehr genau nachgefragt, wie die Stimmung bezüglich Diplomatie, bezüglich Verhandlungen sind. Und nach dieser Umfrage ist eine ganz große Mehrheit in Deutschland, wenn man es genau nachrechnet, sogar 3/4 der Bevölkerung von denen, die eine Meinung haben, dafür, dass verhandelt wird und sind der Meinung, dass die Regierung zu wenig tut. Und ich finde, diese Stimmung muss endlich in politischen Druck umgewandelt werden und sie muss und die Bundesregierung darf diese Meinung der Bevölkerung nicht weiter ignorieren, wie sie das bislang tut. Und da wurde auch zum Beispiel gefragt, und ich habe mir heute zum ersten Mal, ich gestehe das hier, zum ersten Mal in meinem Leben die Zeitschrift Emma gekauft. Und da findet man ganz genau die Daten und Statistiken und Grafiken. Und die große Mehrheit ist auch der Meinung, dass wir keine neuen US-Mittelstreckenraketen in Deutschland brauchen, wie das jetzt geplant ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das ist ja kaum diskutiert worden in Deutschland. Am Rande des NATO-Gipfels in Washington, Anfang Juli, sozusagen in einem Side-Event, hat Olaf Scholz eine Erklärung mit unterzeichnet, dass ab dem Jahr 2026 wieder Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert werden sollten. Das sind die Mittelstreckenraketen, die wir Anfang der 80er Jahre wegdemonstriert haben, wo es riesige Demonstrationen gab wegen dem sogenannten NATO-Doppelbeschluss. Und all das soll jetzt wiederkommen. Und wir wollen das nicht. Wir wollen keine Raketen, die auch Deutschland zu einer Zielscheibe machen, wenn der Krieg weiter eskalieren sollte. Und ich will mal daran erinnern, damals hieß es NATO-Doppelbeschluss. Was heißt das? Doppelbeschluss hieß damals, das war die Ideologie auch von Helmut Schmidt, wir stationieren die Pershings und wollen gleichzeitig verhandeln, dass es zu Verträgen kommt, die dann wiederum diese Raketen abschafft. Das war der INF-Vertrag, der dann später eingeführt wurde und es führte tatsächlich dazu, dass ab Mitte der 80er Jahre die Mittelstreckenraketen abgezogen wurden und der INF-Vertrag war gültig, auf russischer Seite genauso, bis zum Jahre 2019, als Donald Trump den INF-Vertrag gekündigt hat und im Anschluss dann auch Russland den Vertrag, Putin auch diesen Vertrag
außer Kraft gesetzt hat. Das ist ein Teil von vielen Abrüstungsverträgen, die es gegeben hat, die fast alle mittlerweile außer Kraft gesetzt geworden sind, die gekündigt worden sind. Der Startvertrag, der INF-Vertrag, der Open-Sky-Vertrag und so weiter und so fort. Und wir sagen, wir brauchen wieder diese Rüstungskontrolle, am besten auch nicht nur zwischen Russland und der NATO, sondern auch unter Einbeziehung Chinas. Das wäre eigentlich eine angemessene, zeitgemäße Antwort. Und diese Raketen sollen im Jahre 2026 in Deutschland stationiert worden. Das ist jetzt unterschrieben worden. Das hat Olaf Scholz in Washington unterschrieben. Wir haben keine gesellschaftliche Debatte dazu gehabt. Wir haben keine Debatte im Bundestag dazu gehabt bislang. Und deswegen finde ich es richtig und deswegen haben wir auch im Bundestag jetzt einen Antrag eingereicht, dass wir eine Volksbefragung zu diesem Thema wollen, so wie es auch der sächsische Ministerpräsident Kretschmer gefordert hat. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass hier gesellschaftlich darüber diskutiert wird und dass diese Raketen abgelehnt werden. Also kurz zusammengefasst, jeden Tag sterben an der Grenze in der Ukraine, ich will jetzt nicht auf den Kriegsverlauf eingehen, Menschen, wir brauchen hier vor allen Dingen diplomatische Initiativen und nicht endlose Waffenlieferungen in einen endlosen Krieg. Und das Gleiche gilt auch für die Situation in Israel und im Gaza, im Westjordanland und im Nahen und Mittleren Osten. Es ist wirklich ein systematischer Massenmord, den viele zu Recht, auch der IGH deutet es ja deutlich an, zu Recht als einen Genozid, als einen Völkermord bezeichnen. Und es findet einfach immer weiter statt. Es passiert nichts, man gewöhnt sich an die Situation, es ist unerträglich. Und auch hier ist es so, das muss ich leider sagen, dass Deutschland keine gute Rolle spielt. Wir liefern weiter Waffen an Israel, wenn jetzt auch aufgrund des Drucks des Internationalen Gerichtshofs etwas weniger. Aber offiziell laufen die Waffenlieferungen weiter. Wir haben einen Antrag auch im Bundestag gestellt, diese Waffenlieferung einzustellen. Deutschland ist angeklagt beim Internationalen Gerichtshof von Nicaragua wegen der Beihilfe zum Völkermord. Und wenn man sich das Urteil anschaut, dann lehnt ja das Gericht diese Anklage nicht runterweg ab, sondern hat sozusagen Druck auch ausgeübt auf Deutschland, nicht noch mehr Waffen zu liefern. 145 Staaten weltweit erkennen Palästina an. Deutschland gehört zu den wenigen Staaten, die es nicht tun. In den letzten Wochen, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, sind Norwegen, Spanien, Irland, Slowenien und Armenien dazugekommen. Sind ja auch alles vernünftige, im Großen und Ganzen vernünftige Staaten. Ich finde auch, Deutschland sollte sich diesem Trend anschließen. Ich weiß, wie schwierig das ist, aber es wäre ein wichtiges Signal, ein wichtiges Symbol. Und danke nochmal, ich habe es ja schon mal hier auf einer Demo in Düsseldorf gesagt, danke an Südafrika für die Klage, die Ende Dezember beim Internationalen Gerichtshof eingereicht wurde. Das erhöht den Druck. Und ich sage euch wirklich, ich komme viel rum in der Welt, der globale Süden außerhalb unserer Blase hier, der schaut sehr genau hin, wie hier auch Deutschland sich verhält, wie sich die Bundesregierung verhält. Und das ist leider nicht sehr erfreulich zurzeit. Also, nochmal zusammengefasst, Israel hat selbstverständlich ein Selbstverteidigungsrecht. Das war ein furchtbarer Angriff am 7. Oktober. Aber das, was jetzt stattfindet, hat schon lange nichts mehr mit Selbstverteidigung zu tun. Schluss mit diesem Massaker. Ich wünsche euch eine kraftvolle, eine lebendige, eine friedliche Demonstration. Bis zum nächsten Mal. Und vielleicht zum Schluss, merkt euch den 3. Oktober vor. Da wird es eine bundesweite Friedensdemonstration, auch mit Sarah Wagenknecht, in Berlin geben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.